Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 19, Wahl einer Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten des Hessischen Landtags. Nach § 3 Absatz 2 der Geschäftsordnung wählt ein bisschen mehr Ruhe. Wählt der Landtag geheim oder, wenn niemand widerspricht, durch Handzeichen in getrennten Wahlgängen die Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Präsidenten. Gewählt ist, wer die Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Hessischen Landtags auf sich vereint. Das sind 69 Stimmen. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 20-448 schlägt die Fraktion der AfD den Abg. Karl-Hermann Bolldorf als Vizepräsidenten des Hessischen Landtags vor. Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Ich frage daher, ob wir die Wahl durch Handzeichen durchführen können oder wird widersprochen. Es wird widersprochen, Herr Abgeordneter. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, wir widersprechen der Wahl durch Handzeichen. Wir verlangen geheime Wahl. Gut, da der Widerspruch da widersprochen wurde, werden wir jetzt eine geheime Wahl durchführen. Deswegen bitte ich die Wahlhelferin, Frau Abg. Astrid Wallmann von der CDU, Herrn Abg. Tobias Eckert von der SPD, Frau Abg. Nina Eisenhardt von Bündnis 90 die Grünen, Herrn Abg. Wissenbach von der Fraktion der AfD, Frau Abg. Schardt-Sauer von den Freien Demokraten und Frau Abg. Kula von der Fraktion DIE LINKEN zum Ausgabetisch, der rechts steht, wie immer, um sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Wahlkabinen, der Wahlunterlagen und der Wahlurnen zu überzeugen. Sie gehen dann am Ende wählen, dann, nicht? Ja, ja. Es gibt keine Beanstandung gegen den ordnungsgemäßen Zustand. Dann kommen wir zur Wahlhandlung. Nach dem Namensaufruf der Abgeordneten, der gleich erfolgen wird, erhält jeder von Ihnen von den Wahlhelferinnen und dem Wahlhelfer einen Stimmzettel. Der Ausgabetisch befindet sich auch wie immer von mir aus gesehen rechts. Von dort aus gehen Sie zur Wahlhandlung hinter der Porträtwand zu einer der beiden Wahlkabinen. Ich weise noch einmal darauf hin, und das ist wirklich sehr wichtig, dass Ihr Stimmzettel nur ein Kreuz in einem Kreis und keinerlei weitere Kennzeichen oder Bemerkungen enthalten darf. Sonst ist der Stimmzettel ungültig. Bitte noch einmal einen Moment um Ruhe. Und auch wenn wir die Namen aufrufen, wäre es ganz gut, wenn Ruhe ist, damit man sich auch versteht. Ich darf Sie dann bitten, die Stimmzettel zweifach gefaltet in die Wahlurnen zu werfen, die sich auf dem Stenografenplatz befinden. Bevor die Schriftführer mit dem Namensaufruf beginnen, bitte ich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, darauf zu achten, dass die Wahlhandlung geheim abläuft. Ich bitte jetzt zu Beginn mit dem Namensaufruf. Wer möchte beginnen? Ja, fange ich an. Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir, Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer. Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl-Hermann Bolldorf, Volker Bouffier, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailan Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert. Thank you.
zeigen, wenn Sie weiter aufrufen können. Ja, ja. Es knüppelt sich. Darauf ja. Ja. Genau, sehr gut. Hätte ich jetzt gemacht. Wenn sie aus ist, haben wir ein Problem dann. Die, die schon gewählt haben, macht jetzt schnell sogar. Oder sie machen so einen Werbeblock in der Reihen. Sie machen so einen Werbeblock in der Reihen. Aber ich glaube, da kann man das bezahlen. Kann sein, ja. Ich habe noch keine Angebote gekriegt. Plakatwerbung. Okay. Was Grünes? Ja, bitte. Ich kann ja Werbung für Grünen machen. Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Felsterhausen, Karina Fiesmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Gau, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Groben-Kronemann, Stefan Krüger, Gernot Grumbach. Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Hermann, Priska Hinz, Heike Hofmann, Markus Hofmann, Andreas Hofmeister, Hartmut Honka, Knut John, Bijan Kaffenberger, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann. Der ist weg jetzt, der kommt, wenn das Zeichen gibt. Sind also diese ganzen spekulativen Hersteller.
Kaya Kinkel, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kula, Gerald Kummer, Robert Lambrau, Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller-Witzenhausen, Michael Müller-Landil. Karin Müller, Regine Müller, Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Promny, Janki Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, René Rock, Günther Rudolph, Michael Ruhl. Max Schad, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schaulauske, Marion Schad-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Mirjam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer,
Sade Zönmes, Frank Steinrath. Den einen kann. Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ulot, Tobias Utter, Joachim Feihelmann, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kati Walter, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Walter Wissenbach, Janine Wissler und Turgut Yüksel. Meine Damen und Herren, es sind alle Stimmzettel abgegeben.
Ich höre keinen Widerspruch. Damit schließe ich die Wahlhandlung und bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, mit dem Auszählen der Stimmen zu beginnen.
haben. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 129. Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 129. Zahl der abgegebenen Stimmzettel 129. Zahl der gültigen Stimmzettel 129. Auf den Vorschlag Karl-Hermann Bolldorf entfielen 29 Ja-Stimmen, 97 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen. Ich stelle fest, auf den Vorschlag Karl-Hermann Bolldorf ist die erforderliche Mehrheit nach § 9 Absatz 1 der Geschäftsordnung, Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Mitglieder, 69 Stimmen, bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtags nicht entfallen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da der Abgeordnete Karl-Hermann Bolldorf nicht die erforderliche Mehrheit der Mitglieder des Hauses erhalten hat, frage ich, ob ein zweiter Wahlgang gewünscht ist. Geehrte Frau Präsidentin, die AfD-Fraktion beantragt einen zweiten Wahlgang und widerspricht der Abstimmung durch Handzeichen. Da geheime Wahl beantragt wurde, werden wir nun jetzt in einen geheimen zweiten Wahlgang eintreten. Das Prozedere gleicht dem ersten Wahlgang. Ich bitte um den Namensaufruf. Die Wahlhandlung ist eröffnet. Ich bitte Sie, einen kleinen Moment zu warten, bis wir jetzt für den zweiten Wahlgang die Wahlurnen wieder aufgestellt haben. Und dann erfolgt der entsprechende Namensaufruf, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die Wahlvorbereitungshandlungen sind jetzt getroffen und der Wahlgang ist nun eröffnet. Ich bitte um den Namensaufruf. Ulrike Alex. Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir. Katrin Anders. Lena Arnold. Sabine Bächle-Scholz. Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer. Ich kann Sie in der Zwischenzeit wieder gekommen sein. Ja, das kann er nicht beschreiben. Sie müssen kurz im Raum gucken und dann, wenn die. Weißt du? Okay, dann tun wir die Entschuldigten weg, ja? Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth,
Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl-Hermann Bolldorf, Volker Bouffier ist entschuldigt, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailan Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert. Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Karina Fiesmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Gau, entschuldigt Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Gronemann, Stefan Grüger, Gernot Grombach. Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Hermann, Priska Hinz, Heike Hofmann, Markus Hofmann, Andreas Hofmeister, Hartmut Honka, Knut John, Bijan Kaffenberger, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann ist entschuldigt, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann.
Kaya Kinkel, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kuhler, Gerald Kummer, Robert Lambrau, Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller-Witzenhausen, Michael Müller-Landil. Ich habe hier nicht gesehen, dass jemand entschuldigt war, deswegen. Karin Müller, Regine Müller, Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Promny, Janki Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, René Rock, Günther Rudolph, Michael Ruhl. Max Schad, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Marion Schad-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, entschuldigt Katrin Schleenbecker, Miriam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, entschuldigt Sade Zönmes, Frank Steinrath. Ich
denke, die müssen sich selbst schütteln. Und wenn der Letzte durch ist, dann gehen wir auch wieder wählen. Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ulott, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kati Walter, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Walter Wissenbach, Janine Wissler und Turgut Yüksel. Meine Damen und Herren, sind alle Stimmzettel abgegeben? Ich höre keinen Widerspruch. Damit schließe ich die Wahlhandlung und bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, mit dem Auszählen der Stimmen zu beginnen. Vielen Dank.